Guten Morgen! Wir befinden uns wieder auf der Reise zu dem Potluck, monatlich stattfinden. Ich freue mich wieder wie ein Tier. Das Problem ist, dass ich heute war bei der S-Bahn und die S-Bahn ist ausgefallen. Ich muss von der Straßenbahn fahren. Es könnte noch sich ein bisschen ausgeben mit der Zeit, wird aber knapp. Ich werde euch berichten, ob ich zu spät komme und das wäre ziemlich peinlich, weil ich stehe immer, wenn die anderen zu spät kommen, weil ich so pedant bin, weil ich immer so, auf die Pünktlichkeit poche, wie sie es als Deutscher natürlich gehört. Wenn ich dann zu spät komme, das war nicht so gut. Also von daher, jetzt geht's los, meine Bahn kommt und ich berichte. So, es hat doch alles wunderbar geklappt. Ich habe auch noch Andreas getroffen. Er kennt das sicherlich noch von dem Interview, was ich mit hatte. Er war auf der Sea Shepherd und ich verlinke euch das Video nochmal oben. Mega interessant und wir haben uns jetzt gerade noch in der S-Bahn getroffen. Ich habe meine Straßenbahn noch gekriegt, obwohl meine S-Bahn ja eigentlich verspätet war. Und jetzt sind wir trotzdem noch pünktlich, ist das geil. Und das ist halt, das macht wirklich, das ist halt bei mir. Selbst wenn ich einen Zug verpasse, sowas, ich bin immer noch pünktlich, weil ich immer so einkalkuliere, das könnte gehen, das könnte schief gehen. Das heißt, ich bin eigentlich so gut wie nie unpünktlich. Und ich weiß, aber das bin ich und darauf kann man sich verlassen. Verlässlichkeit. So, und ja, wir werden sehen, ob wir die Ersten sind, weil es ist ungefähr eine Viertelstunde vorher, oder ob vielleicht der ein oder andere schon da ist. Und jetzt gucken wir mal, jetzt seht ihr den Weg, wie wir sozusagen jetzt hier reingehen und gucken wir mal, ob wir die Ersten schon anlächeln. So, ich sehe noch nichts. Da hinten ist ein blaues T-Shirt. Ein schwarzes T-Shirt, aber es ist ja auch, und da sind aber auch Kinder dabei, die können auch einfach nur zum Spielplatz gehen. Ja, eben ist ja Kinderparadies hier irgendwo. Hier geht's rein. Oh, das ist ja richtig schön zum Trainieren, hier kann man durchkrabbeln. Ja. Hier wird auch hin und wieder mal Sport gemacht, hier sind ein paar dabei, die hier ganz Parcours schön. Oder so. Ja, auch hier so Handstand, einarmigen Handstand, das haben wir alle schon gesehen. Ja. Wo sind die Ersten, glaube ich? Das war geil. Ich liebe es, weil dann lernst du alle kennen, die neu da sind, ja. Und hast du wenigstens eine theoretische Chance, dass du dir die Namen merken kannst. Du musst mal Namensschilder einführen. Ach so, gerne. Umwelt. Ja, wir sind die Ersten. Das sind nur ganz normale Besucher hier, da hinten. Und wir sind die Ersten. Jetzt zeige ich euch mal, jetzt kann ich euch mal das Areal zeigen, wie das hier eigentlich aussieht, wenn keine Menschen da sind. Guckt euch mal an, wie geil das hier ist. Mega. Ja, da haben wir hier Johannisbeeren und dann hier ist eine Suppe. Hier ist eine Gazpacho. Gazpacho, das ist Paprika, Tomaten, Gurke, Sabine, was haben wir noch? Knoblauch, Zwiebel und mediterrane Gewürze. Genau. Und noch ein paar Minze, Oregano. Frische Oregano, frische Estragon und was noch frisch? Und Petersilie. Petersilie. Okay. Hier ist sowas wie ein Gurkensalat. Das ist nicht von uns. Gurkensalat? Ist ein Gurkensalat, geraspelt mit ein bisschen Salatsoße dran, also Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Kurkuma, okay. Zwiebel, also ganz normaler Gurkensalat. Gut. Dann hier der Salat, wer hat den gemacht? Rucola? Rucola, ja. Paprika. Rucola, Paprika, Tomate, dann noch Pinienkerne, Radieschen, Gurke. Kürbiskern und Sonnenblumenkerne. Okay. Und dieses Ding. Und Hanföl und Schuss Olivenöl. Okay, wunderbar. Dann sind wir hier eine riesen Obstkiste. Selbst erklärt Melonen, Birnen. Äpfel. Melonen, Birnen, Äpfel. Genau. Dann Gurken. Hier ist nochmal ein Salat mit Mango. Wer hat den Mangosalat gemacht? Mit Koriander. Ja, mit Mango und Paprika, Gurke, Koriander, Schalotten und Zitronen. Ist da Öl drin? Ja, einen kleinen Löffel. Okay. Dann haben wir hier so eine Art Pesto. Ja, so als Pesto mit Haferkleie, Bärlauchpesto und Leinsamen und Hanfsamen. Mit Paprika und Zucker. Ja. Und Energiebällchen mit Kokos und Datteln? Ja, Datteln. Cashewnüsse, Goji-Beeren und noch ein bisschen Kokosöl und Kokosraspeln. Okay. Und hier einen fruchtigen Kokoskuchen. Genau, da sind drin Mandeln gemahlen, dann Walnüsse, Datteln, Kakao, Bananen, sämtliche rote Früchte aus dem Garten. Und dann haben wir noch die Früchte mit Flohsamenschalen und Wasser obendrauf. Das sind hier. Das ist Energiekugel und eine Mandel drin. Eine Königsmandel in jeder Energiekugel. Oh. Ja, stundenlang saß ich da dran. Anna? Das ist geraspelte Möhre mit Apfel und Rosinen und Kokos. Und dazu hier noch Walnüsse, habe ich extra gemacht für die Allergiker. Gut. Danke.
So, das sind Zucchini und Gurken aus dem Garten eines Freundes, also voll Bio. Dazu gibt es noch eine Soße aus normalen Tomaten und getrockneten Tomaten. Ist ein bisschen Öl dran, Salz, Pfeffer. Was ist jetzt noch da drin? Ein bisschen Basilikum. Datteln. Okay. Und Datteln sind drin. Sind Mirabellen? Nee, das sind Wildpflaumen. Also, das sind aber also Mirabellen. Das sind Mirabellen. Also, kann auch sein. Ich weiß es. Das sind Mirabellen. Ja, Mirabellen. Ich kenne die Mirabellen nur ganz gelb. Dann sind es Mirabellen. Okay, das sind Mirabellen. Das ist einfach rote Beete. Und Möhre, genau. Ist da noch irgendwas dran? Öl oder Öl? Ein Kuchen? Ja, von mir. Mit Beeren. Cashew unten drunter und dann noch der Boden aus Hanf, gekeimten Buchweizen und Erdmandeln. Und während wir hier machen, kannst du den da schon mal schneiden. Und Datteln. Na? Der Bildstück davon. So, hier sind herzhafte Bällchen. Das habe ich mitgebracht. Das sind Energiekugeln mit Süßkartoffeln, Kokos, Ananas, Datteln. Nicht zartes. Ach doch, nicht herzhaft. Nee, ist was Süßes. Ja, ja. Sehr gut. Und Zimt. Zimt ist mit dabei. Cool, Pflaumen aus dem Garten. Sind da Nüsse drin in diesem Energiebecher? Ohne Nüsse. Pflaumen ohne Garten und Leinsamencracker. Leinsamencracker? Okay. Sind ja, Leinsamencracker. Ja. Dann Markus. Ja. Hallo. Wie? Das ist ein Leinsamencracker, die stammen vom Rezept her aus dem Wegele hier in Leipzig. Und da haben wir heute eine kleine Besonderheit. Und zwar, ich weiß nicht, wer das Wegele kennt und die Anna. Denen wurde unlängst die Kasse geklaut mit allem drum und dran und da war wohl relativ viel Geld drinnen und das ist alles sehr beschämend. Und da haben wir uns heute gedacht, wenn euch die Cracker gut gefallen, dann könnt ihr euch hier Visitenkarten mitnehmen vom Wegele und die verteilen oder selber mal hinkommen und der anderen eine Freude machen und dort was essen. Oder uns hier in die Spendenbox was reintun, das werden wir dann am Montag der Anna vorbeibringen und da ein bisschen helfen. Coole Sache. Genau. Wunderbar. So. Dieses formales Klatschen unangenehm finde, aber egal. Bitte. Das ist die Beilage zur Kokosbrustreste. Wo ist die Kokossuppe hier? Nee, das ist die Mango-Creme. Kokossuppe ist wieder da drin und das ist die Beilage dazu. Achso, das gehört zusammen. Genau. Okay. Dann hier ist so eine Mischung aus gekeimten Sonnenblumenkernen, Rosinen. Genau, geraspelte Möhren, ein bisschen Öl ist dabei und orientalische Gewürze. Genau. Cool. Okay, dieses Gelbe war nochmal? Mango. So eine Mango-Kokoscreme, ja. Also süß. Isst man einfach so. Isst man einfach süß. Genau, oder zusammen mit Kichererbsen ist auch nicht schlecht. Ah, okay. Kichererbsen sind nicht so. Das können wir mal probieren. Wir hatten ja noch nicht. Das sind Gurken, Spirulina, Lauchspaghetti. Ohne Salz. Fettarm. Fettfrei, salzfrei. Wunderbar. Kokos? Kokosfleisch? Trester. Kokosfleisch, Trester. Genau. Zum einfach wegschnurzen. Genau, hier ein Salat. Das ist grüner Salat, Pilze, Gurken und ein Dressing aus Orange, eine Handvoll Sonnenblumenkerne und Senf. Ja. Okay. Gurken und Dressing. Und Tamarinde. Das ist ein Kichererbsen-Linsensalat mit orientalischem Dressing. Ich weiß nicht mehr, was alles dran ist. Hanfsamen auf jeden Fall, Kurkuma, eine Dattel, ein paar Gewürze. Das ist was Süßes mit Kirschen. Chia-Pudding. Ein blunder Mann. Chia-Pudding. Aus dem Milch. Ah ja, genau, Chia. Genau. Schmeckt besser, als es aussieht. Lass mich raten, das ist indisch. Gurken Zucchini Spaghetti, nee, mit einem Dressing aus Petersilie, also Hauptbestandteil Petersilie, ja? Sonnenblumenkerne, okay. Hanfsamen. Nicht mal ein bisschen indische Gewürze reingemacht? Diesmal glaube ich nicht. Okay. Und Knoblauch? Aber du schmeckst Knoblauch auf jeden Fall. Ja. Und keine Avocado. Gemischter Salat mit Mais, Petersilie, glaube ich, Paprika, Tomaten. Der Kuchen zeigt, dass man langsam ins Bein müssen. Ja. Ein Schokokuchen? Das ist eigentlich dieser typische Avocado-Limettenkuchen, bloß der ist noch mit Aronia ein bisschen verfeinert, deswegen ist die Farbe ein bisschen dunkler. Und im Boden haben wir Pekannüsse und Datteln hauptsächlich und noch ein bisschen Kakao. Das ist der typische Avocado-Limettenkuchen. Und hier, das sind getrocknete Tomaten aus dem Senegal. Sonnengetrocknet. Ja, Haselnüsse, das sind Cracker aus Braun- und hellen Leinsamen mit Chia und Sesam. Salzfrei, fettfrei. Was ist das? Das ist was Süßes,
gereimte Sonnenblumenkerne, Korb, Kokosraspel und Rosinen eingeweicht. Coole Sache. Schöne Blüten, Mango, Kokosnüsse, ganze noch was Süßes. Quinoa-Happen, müsst ihr euch beeilen, es schmilzt schon. Das ist gekeimte Quinoa, getrocknet wieder. Und dann mit Kokosöl und Mandelmus eine Masse mit dem Quinoa gemacht und dann einfach in den Kühlschrank. Und woher nimmt das dann die Süße? Wo kommt die Süße her? Datteln natürlich auch noch. Okay. Genau. Und oben, das ist mit Karapulver und Kokosnussöl. Okay, interessant. Guck, ich kann mal live mal mit einem großen Messer eine Kokosnuss öffnen, aber haben wir wahrscheinlich kein großes Messer hier. Gefüllte Pilze? Die sind, die Basis ist Cashewkerne. Und mit Zitronengras und Aprikosen. Ich wollte es ein bisschen frisch machen. Und Zitronenschale oben drauf. Hier nochmal ganz kurz eine Info für die, dem Assel. Hier, das sind ja nicht so viele Daten. Teilt euch zu dritt, zu viert mal so ein Ding und schneidet das, dass jeder mal so ein bisschen kosten kann. Nur so für die Leute, die das erste Mal da sind. Gemischter Salat mit Hanfdressing. Schön. Das sind Schokofrohbällchen. Zum Teil mit getrockneten, gekeimten Buchweizen und zum Teil ohne. Okay. Mit Mandeln, okay. Datteln, Kakao, Kakaonips, Vanille und sowas. Ja. Oh, das ist ja interessant, mit grünen Plättchen. Also Kakao mit Datteln und Pfefferminz. Oh. Und dann? Cashew-Datteln ist das. Cashew-Dattelbällchen. Hier noch ein Salat mit Blüten. Auch einfach ein gemischter Salat mit Gurke, Tomate. Guntermann ist noch dabei. Genau, Melone, Johannisbeeren, Ananas und hier ist noch... Melonen-Smoothie mit Ingwer. Oh, interessant. Klingt auch gut. Wunderbar. Und da hinten wird noch was zubereitet. Da gehe ich noch mal schnell hin. Und dann. So. Und das ist jetzt das Letzte, wo wir heute hier sind. Heute gerade frisch zubereitet. Ein, was ist das? Papayasalat. Ein thailändischer Papayasalat. Wunderbar. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier auf dem Rohkostbelag. Ich bin mit der Selina hier. Die Selina ist jetzt das zweite Mal hier. Ja. Einige von euch werden sie vielleicht schon kennen unter dem Kanalnamen Die große Träumerin. Ne? Genau. Und erste Frage, wie findest du es hier bei uns im Rohkostpotluck? Ich finde es so schön. Ich freue mich irgendwie. Ich war ja letztes Mal das erste Mal dabei. Und jetzt will ich jeden Monat herkommen. Schön. Ich treffe ja auch Menschen, die ich von woanders kenne, so aus anderen Kreisen. Und dann treffe ich die plötzlich hier wieder und denke mir, okay, cool. Ja, gerade jetzt, was die, also viele mehr Menschen sind ja in den sozialen Medien präsent, Facebook, YouTube vor allem natürlich. Mhm. Und das sind die Menschen, die plötzlich real vor einem stehen und wo du halt, sei auch immer was anderes, wenn du so die YouTube-Videos zum Beispiel siehst und wenn die dann real sind. Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass es oftmals so ist, dass es vielleicht nicht deckungsgleich ist. Also es kann angenehmer, es kann nicht angenehmer sein. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Ist das die Menschen, wenn du so, es gibt ja immer diese Kritik an sozialen Medien und dieses Präsentieren und so weiter, ist das für dich, wie stehst du dazu? Ist das gleich oder, also wie nimmst du die Menschen wahr? Also die YouTube-Kanäle, die ich so gucke und wenn ich dann die Leute dann auch treffe, sind die wirklich so wie in ihren Videos, würde ich schon sagen. Also, und ich habe auch oft gehört von Leuten, dass ich, wenn sie meinen YouTube-Kanal gesehen haben, dass sie mich auch genauso empfinden wie in meinen Videos. Ja, du bist ja sehr, sehr persönlich und sehr, ja, also sag mal zurückhaltend in deinem Video, sag ich mal. Also die große Träumerin ist ja schon eigentlich schon, ja, eher sowas sehr, sehr Sanftes, sag ich mal. Du tust ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern du tust ja eher von dir sozusagen Sachen preisgeben und andere können sich dann quasi was rausnehmen aus dem, was du sagst. Genau. Also am Anfang habe ich so How-To-Videos gemacht. Wie kann ich bla bla bla, Punkt, Punkt, Punkt. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Was hast du How-To gemacht? Wie man sich nicht mehr über andere Menschen ärgert zum Beispiel. Ach so, ich dachte jetzt How-To, wie baue ich ein Schneckenhaus oder sowas. Also irgendwie solche Sachen. Also schon so in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung, wo eben mein Kanal hingeht. Aber jetzt mache ich halt Videos, weil ich gemerkt habe, ich weiß ja nicht genau, wer vor mir sitzt. So. Und dann einfach so allgemein zu sagen, so macht man das und so macht man das nicht. Das ist überhaupt nicht, das war mit meinem Bauchgefühl nicht so. Und jetzt mache ich einfach, rede ich über mein eigenes Leben und über meine eigenen Erkenntnisse und Gedanken. Und denke mir, jeder, der sich da was rausnehmen kann, kann sich was rausnehmen. So. Die Videos habe ich aber bloß gesehen. Seit du, glaube ich, beim Potluck das letzte Mal gewesen bist, da habe ich also vorher schon mal ein Video oder ein, zwei Videos mal gesehen. Aber du hast dann einfach nur das Video irgendwo gefunden und dann dazu was, glaube ich, auch sogar kommentiert. Aber dann habe ich eben das Gefühl gehabt bei dir, dass du eben wirklich, und das finde ich auch positiv und finde ich auch den besseren Weg, dass man halt eben versucht, sich einfach selber
darzustellen oder seine eigenen Erfahrungen zu posten oder seine eigenen Gedanken oder den Anspruch an Allgemeingültigkeit. Und das hast du ja auch jetzt gesagt und ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich sage in meinen Videos auch immer wieder, das sind meine Erfahrungen, das ist, was ich erlebt habe, das ist meine Meinung, ich glaube und das sind immer so meine, was ich so sage. Mhm. Und da war jetzt eine, die hat darunter unter meinem Video so kritisiert, ja, du benutzt ständig, ich glaube und ich meine und wo sind die Fakten und so. Und ich habe ihr dann versucht zu erklären, das mache ich so absichtlich, so wie ich das mache, weil ich eben das nicht sind die Menschen, die Orientierung suchen, die halt wirklich nicht den Zugang aus sich selbst heraus, sondern die von außen her irgendwelche Anleitungen wollen, die von außen her eben keine Inspiration wollen, sondern wie du sagst, harte Fakten. Und wie mache ich das genau, um 10 Schritte, um glücklich zu sein? Ne? Und so ungefähr. Also, und das ist halt immer die Grundproblematik, wo man da auch, glaube ich, als YouTuber auch da jetzt gerade in der Dynamik, wenn du andere YouTuber jetzt kennenlernst, so einen immer größer werdenden Kreis gegenseitig aufbaust, so eine große Welle, wo das halt dann irgendwann mal zu den Menschen kommt, dass es eben keine allgemeingültige Lösung gibt, sondern dass es halt wirklich nur Inspiration geben kann. Weil ich habe da schon dieses Statement sehr häufig gehört und ich glaube, das geht auch so, Sprichwort geistige Evolution, Stichwort, das dringt auch immer mehr durch, glaube ich. Und das ist auch das Wichtige, dass wir halt wirklich wissen, dass nur wir aus uns selbst heraus uns zufrieden machen können. Weil wenn das von außen kommt, bist du immer wieder darauf angewiesen, dass eine Lösung von außen kommt, wenn du ein Problem hast, weil du es ja gelernt hast, dass es von außen kommt. Und ja, von daher. Gut, zurück zum Potluck. Du kommst, du sagst schon ein paar Kilometer, wie weit ist das? Ich glaube um die 100 Kilometer. 100 Kilometer, also nicht wirklich um die Ecke. Und der Wunsch, immer wieder zu kommen, versuch das nochmal, weil das ist ja auch so ein bisschen ein Werbevideo für den Rohkost-Potluck. Wir verdienen ja nichts dran, aber es geht einfach darum, dass dieser Gedanke, unter anderem das, was wir jetzt gerade besprochen haben, aber auch viele andere Sachen, gerade diese Open-Mindedness, dass man so ein bisschen auch tolerant ist gegenüber den vielfältigen Menschen, die ja da sind, das so ein bisschen rauszutragen. Und so zumindest ist das mein Wunsch. Und wenn ich deinen Kanal richtig interpretiere, wird das bei dir auch ähnlich gelagert sein. So, und deswegen sag einfach mal, wie toll der Rohkost-Potluck ist. Oder was genau so wunderbar und toll und ist. Also es sind die Menschen und die Atmosphäre. Ja. Ja. Und was ist so toll an den Menschen? Die sind alle so offen und hier wird niemand wirklich ausgeschlossen, egal was er irgendwie sagt. Es sind es nicht diese Diskussionen, die man mit Menschen hat, zum Beispiel typischerweise jetzt, wenn jemand, der Fleisch isst, nicht wirklich vegane Ernährung versteht und dann den Veganer fragt und dann kommt man in so eine richtige Diskussion, die so auslaugt und so. Und hier wird einfach alles so akzeptiert und darüber nachgedacht, aber nicht so, um den anderen zu sagen, nein, ich habe die Wahrheit und du bist falsch und so. Wird einfach stehen gelassen, genau. Und wir hatten vorhin auch eine interessante Diskussion, da war ich ein Fleischesser, der nur mitgekommen ist, weil seine Schwester sozusagen hergefahren werden musste. Und das war ein überzeugter Fleischesser. Und der hat seins gesagt, was er gesagt hat, dass er gerne Fleisch isst und das und das und das. Und und dann hat man gesagt, okay. So. Und er hat das richtig gemerkt, also so gewartet drauf, dass er jetzt so kommt. Ihr müsst mir doch jetzt sagen, warum ich kein Fleisch esse. Und er war schon quasi vorbereitet auf alles und so weiter. Und da kam aber nichts. Und genauso, und er hat das dann so realisiert und dann haben wir dann auch über so allgemein über die vegane Ernährung und so gesprochen und so weiter. Ja, und dann war alles gut. Also das ist eben genau, was du jetzt angesprochen hast. Also kann ich nur noch streichen und ist auch meine Erfahrung. Ich bin ja nun seit anderthalb Jahren, also seit Anfang letzten Jahres quasi, wo das so losging. Am Anfang hat es ja nur die Silke gemacht, also auch die Organisation und das Erstellen. Das war vor 2 Jahren, das war dann auch meistens so privat und gar nicht so öffentlich. Und dann hat die Silke das so öffentlich letztes Jahr gesagt, komm, lass es öffentlich machen. Ja, und dann seitdem ist das halt so ein wirklich großer Kreis an Menschen, wie du sagst, die halt dann einfach, ja, was halt einfach, man fühlt sich so wohl. Mhm. Das ist halt dieses Wohlgefühl. Du halt nirgendwo groß aneckst oder dass du Ruhe findest. Auch wenn es natürlich viele Menschen, ich habe dir ja gerade gesagt, wir sind von der Menschenmenge jetzt weg, haben uns hier mal auf eine Bank zurückgezogen. Das ist auch schön, dann auch mal sich zurückzuziehen. Aber ansonsten, also die Menschen und was war es noch? Die Menschen und die? Also ich habe hier halt auch gute Freunde, die so viel rumreisen, dass ich sie nur hier treffe. Und es ist halt auch immer wieder ein Highlight, die da wiederzusehen und sich auszutauschen und so. Ja, die Marielle zum Beispiel, was meinst du? Genau, Marielle und Ramona zum Beispiel. Ja, stimmt. Das ist ja. Die Ramona, die verfolge ich gar nicht so sehr. Was ist sie auch am Rumreisen oder? Ich glaube ja. Also ich habe sie vor
einem Jahr haben wir uns kennengelernt, weil wir gleichzeitig mit YouTube angefangen haben. So sind wir aufeinander aufmerksam geworden. Ja. Und dann sind wir richtig, haben wir uns so viel ausgetauscht und wir hatten so ein gutes Verhältnis. Und dann ist das aber auch ein bisschen so, hat sich so ein bisschen verflossen, dass wir nicht mehr so viel miteinander geschrieben oder gesprochen haben. Aber trotzdem ist es halt so geblieben und sie war dann mal wieder hier, mal wieder da und so. Und jetzt haben wir uns nach einem Jahr wieder gesehen und ich habe mich total gefreut und sie hat sich total gefreut. Ja. Na, das ist schön. Ja, und es ist auch, also ich habe ja bis jetzt, ich habe ja schon einige dieser Interviews gemacht, wie fandest du das Rohkostputlack und so weiter. Und bisher nur einmal so eine kritische Stimmung gehört, dass es halt dieser Aspekt, dass so unterschiedliche Leute da sind. Da gibt es ja wirklich Leute, also die Könige von Deutschland sind auch wieder da, also Königreich Deutschland, glaube ich. Ne? Und aus allen möglichen Sachen. Und derjenige fand halt das irgendwie so krass, dass halt die Meinungen. Der hat erst an einen Atlantianer geraten. Weißt du, was das ist? So Atlantisianer. Darüber habe ich mich schon informiert. Ja, und der hat das halt erfahren und ja, das fand er einfach dann zu crazy und so weiter. Und ja, das ist halt. Aber das ist halt, ja, ich glaube, man muss selber auch so zu einem gewissen Teil auch ein bisschen offen sein, glaube ich. Sonst kann man das nicht so genießen. Ja. Ja. Man ist ja so auch gewohnt im alltäglichen Leben, dass man halt nicht immer, also zumindest bei sehr vielen Menschen ist es so, nicht immer offen ist mit allem, was man sagt und alles rausfließen lässt und ja, weil man da ja auch immer Angriffsfläche bietet für gewisse Sachen. Ne? Und ja, und wenn du dann das sozusagen dieses Mindset mit dir herbringst, vielleicht ist es dann so, dass du dann ein bisschen erschlagen bist von der ganzen Offenheit, Herzlichkeit und ja, weiß ich nicht. Aber du bist nicht erschlagen worden, dich hat es einfach nur positiv. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, danke Selina, ich habe ihren Kanal, verlinke ich unten und ich werde mal sehen, wen ich mir jetzt noch schnappe, vielleicht direkt die Marielle, mal sehen, wen ich hier noch greifen kann auf der Bank und verabschieden wir uns. Tschüssi. Die habe ich an der Sonne getrocknet, die sind aber noch nicht ganz trocken. Also die Samen sind ja eingebettet in einem weißen Schleim. Dieser weißen Schleim kann man lutschen, abnagen. Wenn man ihn sein lässt, schimmelt er eben. Also die haben angefangen zu schimmeln, dann habe ich sie in die Sonne gelegt zum Trocknen. Wenn man die jetzt essen, nachdem sie geschimmelt haben? Ja. Wenn man die essen möchte... Ich möchte nicht probieren, aber... Nein, ich empfehle Folgendes. Wenn man sie essen möchte, sollte man sie einfach schälen. Mhm. Also das Innere essen. Ich tue das mal auf den Boden. Wenn es jetzt einen Tisch gibt, also man kann die schälen. Man kann sie besser schälen, wenn sie noch trockener sind. Aber doch, die Schale geht schon recht gut weg. Dann kommt das Innere, diese schwarzbraune Kakaosamen kommt hervor. Der zerbröselt leicht und den kann man essen. Das ist die Urschokolade. Genau, so wird es ja auch in den verschiedenen Rohkosthandel angeboten, ne? Rohe Kakaobohnen. Aber die ist jetzt nicht fermentiert und nicht geröstet. Mhm. Die könnte man in die Erde stecken und die würde wachsen. Ja, interessant. Gut. Mhm. Auch in Deutschland? Im Topf sicher und bei diesem schönen Wetter auf jeden Fall. Ja. Im Winter muss sie halt Wärme haben. Das ist wieder so ein Samen, Kakaobohne, Kakaosamen. Und eben außen hat es halt ein bisschen geschimmelt, der Schimmel ist eingetrocknet. Man kann es auch mit der Schale essen, ich glaube, dann wird man nicht sterben dabei. Man kann es natürlich auch schälen, also die Schale wegnehmen, also dieses Häutchen, es ist ein Häutchen, ringsherum wegnehmen, wo der Schimmel war. Und halt nur das Innere essen, ja, und kann man machen. Wolltest du jetzt die andere mal aufschneiden, dass du nochmal so gucken die kannst? Das ist eine andere Bohne, eine andere Schote habe ich aufgeschnitten. Hier drin war der weiße Schleim mit den Bohnen. Mhm. Das sind jetzt die habe ich rausgenommen. Mhm. Hat schon ein bisschen angefangen zu schimmeln hier, ist jetzt aber eingetrocknet. Mhm. Jetzt mache ich die mal auf. Ja, die ist schön reif, also von der Farbe her wirklich nur noch braun. Als ich die bekommen habe von Orkos, war die gelb mit ein bisschen braun. Die ist jetzt vollkommen braun geworden. Du weißt, was du tust, nicht, dass du dir den Finger abhackst. Das du weißt auf YouTube. Obwohl, ja, hack dir mal den Finger ab. Klicks, klicks. Ja, gerade kam es in mein Gehirn. Klicks, klicks. Ich mach's mal so am Boden.
Oh, alles verschieben. Du kannst es doch wieder hinlegen und es wird doch wieder. Das ist zu lange gewartet. Jetzt ist es doch noch ein schönes Video. Zu lange gewartet. Ja. Also man darf nicht so lange warten, bis die Frucht braun wird. Okay, wir haben wieder was gelernt mit dem Erik. Der hat uns heute gezeigt, man soll sie ausschneiden, wenn sie noch gelb ist. Okay. Wenn sie gelb ist und etwas braun, ausschneiden, nicht zu lange warten. Offenbar schimmert sie schon so. Okay. Aber die kann man jetzt noch an die Sonne legen. So, wir sitzen jetzt wieder hier beim Rohkost-Padluck. Ich habe mir die nächste Frau geschnappt, das ist die Marielle. Und die Marielle habe ich übrigens, wenn ich was im Zahn habe, das sind Glückskugeln. Da habe ich jetzt gerade noch mal ein paar reingezogen. Also nur, so definitiv, nur dass ihr Bescheid wisst, dass das und so weiter. Auf jeden Fall, ja, die Marielle, die habe ich mir geschnappt, weil die hat was gemacht, wo viele sagen, ja, das ist geil, aber wo dann sagen, ah, wie geht das eigentlich? Und da wollte ich mit dir drüber sprechen und zwar, ja, einfach mal raus aus Deutschland und einfach mal, ja, gucken, was geht, so ungefähr. Also, hattest du konkreten Plan außerhalb von, ich will raus aus Deutschland und gucken, was geht? Oder also hast du konkret gesagt, du willst dort und dort was machen? Oder war es wirklich erstmal Erfahrung sammeln? Das war die grundsätzliche Frage für mich. Also, ehrlich gesagt, wollte ich gar nicht raus aus Deutschland. Okay. Also, ich habe am Anfang gedacht... Okay, das war dann das Videothema. Vielen Dank, dass ihr dabei das war, am Anfang wollte ich einfach nur nicht mehr arbeiten. Okay. Weil mich das zu sehr beeinflusst hat und ich wollte freier denken können und das kannst du, finde ich, am besten, wenn du auch frei leben kannst, deinen Alltag frei einteilen kannst. Und deswegen habe ich meinen Job hingeschmissen und habe dann einfach so gelebt, ohne Arbeitslosengeld, weil ich wusste, dass wenn ich das beantrage, dass ich dann keine Chance habe, das Land zu kriegen, weil in meinem Job gibt es überall, Apotheken gibt es überall und PTAs sind immer gesucht, also habe ich gedacht, okay, du finanzierst dich selbst. Habe das dann in Hamburg ein paar Monate gemacht, ist aber arschteuer, weil Miete über 400 Euro und so weiter. Und habe dann so gedacht, könntest eigentlich auch im Winter in die Wärme. Mhm. Und dann habe ich gedacht, aber okay, hast du dann nicht schon überlegt, wie geht es mit Geld weiter? Nö. Ich hatte ja ein paar Ersparnisse. Mhm. Und ich dachte, okay, wenn ich jetzt jeden Monat 400 Euro für die Miete rausballer und dann noch teures Essen in Hamburg bezahle, kann ich auch dafür nach Thailand fliegen, da günstiger leben und geiles Wetter und tolle Früchte und mit tollen Menschen unterwegs sein. Und deswegen habe ich dann so gedacht, okay, Deutschland, ciao. Okay, und wie hast du das jetzt konkret umgesetzt? Was musst du machen? Hast du dich zum Beispiel abgemeldet? Wie ist es mit der Krankenversicherung? Solche Sachen, erklär mal was. Also erstmal habe ich mich kündigen lassen von meinem Arbeitgeber. Dann habe ich meine WG gekündigt. Das musst du auf jeden Fall machen, weil sonst zahlst du ja die ganze Zeit die Miete. Dann habe ich mich abgemeldet in Deutschland. Da geht man zum Einwohnermeldeamt. Da gibt es überall so Zettel, die füllt man einfach aus, kann dann per Post das wieder hinschicken oder auch vor Ort abgeben. Da schreibt man einfach nur rein, wo habe ich gewohnt, wo werde ich leben und unterschreiben. Und das ist halt alles. Es ist super simpel. Du kannst auch deinen Perso noch abgeben, musst du aber nicht. Den kannst du auch behalten. Ich habe den behalten, weil ich das ja von Sachsen, wo meine Eltern wohnen, dann aus nach Hamburg geschickt habe. Habe die Abmeldung sozusagen geschickt und bin dann kurz darauf ins Flugzeug gestiegen. Also mehr ist es nicht. Wenn du dich abmeldest in Deutschland, bist du automatisch auch von der Krankenkasse abgemeldet. Ach so. Mhm. Und wenn dir jetzt was passiert, außerhalb von Deutschland? Oder du bist ja dann außerhalb von Deutschland. Genau. Wenn dir was passiert, was ist dann? Ich habe eine Auslandskrankenversicherung. Die hatte ich in Thailand und Indonesien und wo ich überall war, auch in Anspruch genommen. Da zahlt man. Du hast eine die du in Anspruch genommen hast. Entweder hast du eine Auslandskrankenversicherung oder nicht. Okay. Man hat eine, die zahlt man, zahlt einen Jahresbeitrag. Ja. Bei mir sind das 11, 12 Euro, das kann ich nicht genau sagen. Jahresbeitrag für eine Krankenversicherung, ja. 12 Euro? Ja. Reise-Auslandsversicherung. Okay. Das ist keine Komplettversicherung für alle Eventualitäten, die du irgendwo hast, sondern es geht um die Reise an sich. Wenn du im Ausland bist, einen Urlaub machst, kannst du damit sozusagen das abdecken, wenn dir was passiert. Okay. Und das funktioniert so, dass du einen Jahresbeitrag zahlst. Bei der UKV, wo ich bin, ist es so 11, 12 Euro. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Und die ist noch relativ teuer. Ich habe vorhin gerade gehört, es gibt noch gar eine günstigere. Ich glaube, Hanse Merkur oder so. Da zahlst du auch nur so den Jahresbeitrag. Und ab dem 46. Tag ist es bei den meisten so, dass du dann jeden Tag einen Betrag zahlen musst für den Tag, den du im Ausland bist und versichert sein willst. Und bei mir sind das 2 Euro. Also ab dem 46. Tag habe ich dann in Asien jeden Tag 2 Euro bezahlt. Okay, also du zahlst quasi 2 Euro für eine komplette Krankenversicherung. Pro Tag. Pro Tag, aber das geht nur, wenn du auf Reisen bist. Richtig. Das heißt, aber da du ja nicht mehr gemeldet bist, bist du ja ständig auf Reise. Oder zählt das dann doch noch als Deutschland, weil du in Deutschland die Versicherung abgeschlossen hast? Das zählt nur, wenn ich im Ausland vom Roller falle zum Beispiel. Oder
eine Grippe habe und Antibiotika brauche, was ich nicht also nehmen würde. Also du zahlst 2 Euro pro Tag bei einer Reisekrankenversicherung, solange du im Ausland unterwegs bist, richtig. Außerhalb von Deutschland. Richtig. Okay, das klingt relativ preiswert. Das ist okay, ja. Und egal was passiert, also wenn dir ein Kopf abgeschlagen wird oder wenn du Zahnprobleme hast oder wenn du irgendwas isst, das ist immer dasselbe? Jein, also wenn du, solltest du ja im Voraus bezahlen, die Krankenversicherung. Hm? Wenn du die jetzt zum Beispiel nur für einen Monat im Voraus bezahlt hast, bleibst aber eigentlich länger, weißt es auch und bezahlst es nicht im Voraus und du hast dann ein Problem, was längerwierig Heilung erfordert, zum Beispiel ein gebrochenes Bein, ja. Dann zahlt die Krankenkasse nur den Teil bis zu dem, wo du bezahlt hast. Also wenn du nur einen Monat bezahlt hast, zahlt die auch nur die Behandlung für das gebrochene Bein von dem Monat. Okay. Und wenn du dann eine Behandlung hast, die halt noch länger dauert und dann musst du es selber zahlen. Also am besten jeden Monat anfangen, 30 Euro, 40, 60 Euro überweisen. Die meisten sagen, am besten für ein Vierteljahr vorbezahlen. Genau, und dann immer wieder das Vierteljahr, fast zu Ende ist, neue Vierteljahr vorbezahlen. Ja. Okay, also Reisekrankenversicherung hat man abgemeldet, bist da. Ja. Also du bist noch, hast noch Kranken, wenn irgendwas ist, und du bist abgemeldet. Richtig. Und gut, Geld verdienen ist nicht, weil du ja Geld noch ersparen sie gehabt hast. Richtig. Und die sind ja irgendwann alle. Ja. Und was dann? Schauen wir mal. Okay. Also ich bin da im Vertrauen, dass dann irgendwie was passiert, was mich, was mich weiterleben lässt. Okay, aber organisatorisch musst du jetzt eigentlich dann gar nichts machen. Das ist das Geilste überhaupt. Ich habe null Bürokratie. Ich kriege ja keine Post, weil ich habe ja keine Adresse, wo ich hinkommen kann. Stimmt. Also ich bin für niemanden... Und trotzdem bist du versichert. Also ich bin ja noch ein bisschen auch so ein sicherheitsbewusster, trotzdem Mensch konditioniert. Hm. Du hast trotzdem theoretisch die Möglichkeit, wenn mir was ist, krankenmäßig, dass du dafür lächerliche 2 Euro am Tag, dass du quasi... Im Ausland. In Deutschland habe ich keine Versicherung. Also wenn mir jetzt in Deutschland was passiert, muss ich das komplett... Also wenn dir jetzt hier ein Ast vom Kopf fällt... Muss ich das komplett privat zahlen. Okay, dann auch mal raus aus Deutschland jetzt schnell, oder? Das ist ja krass. Und okay, und wenn du jetzt im Ausland eine Reiseversicherung zusätzlich abschließt für Deutschland? Ich weiß nicht, wie das geht, ob das geht. Keine Ahnung. Dann könntest du ja auch in Deutschland machen. Und dann zahlst du halt immer die 2 Euro dort, wo du bist. Wenn du jetzt in Deutschland bist, zahlst du die Reisekrankenversicherung. Ich weiß aber nicht, ob im Ausland es Krankenversicherung für Deutschland gibt. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich mich nicht informiert. Okay. Aber das wäre dann die Entlösung. Bist du noch häufig in Deutschland? Oder? Schauen wir mal, ne? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich weiß nicht. Ich weiß, was morgen ist, aber ich weiß auch nicht, was übermorgen ist. Also. Okay. Und jetzt vom Gefühl her, du bist jetzt rausgegangen und hast gesagt, du wolltest nicht mehr arbeiten. So, jetzt bist du wie lange raus? Ein Jahr? Eineinhalb. Anderthalb Jahre. Und du fühlst dich nach wie vor gut? Ja. Du fühlst dich gut. Und was machst du den ganzen Tag, wenn du nicht arbeitest? Immer was anderes, je nachdem, wo ich bin. Ne? Hm. In Sardinien ist man eher am Strand, am Schild, oder ich bin viel laufen gegangen, habe viel Sport gemacht, tolles Essen gegessen. Und hast du nicht irgendwie das Bedürfnis, dass du was tun willst, irgendwie etwas Kreatives schaffen oder irgendwie, irgendwie so, man hat, also wenn du das mal, ich kann mir das vorstellen, wenn ich war Arbeitsvermittler beim Arbeitsamt so und da kommt so eine Phase, wo du erstmal diesen ganzen, diesen Bürokram und diesen ganzen wegwandelt. Aber irgendwann kommt so wieder dieser Gedanke, Inspiration, du willst was schaffen, du willst was kreieren oder sowas. Und wie hast du schon was Konkretes oder merkst du jetzt das Gefühl? Oder wie das ist Gefühl das? Kommt jetzt. Das Gefühl kommt jetzt. Ja. Und ich habe auch voll Bock, was zu machen, aber ich möchte herausfinden, was es ist, was mich wirklich erfüllt. Und ich lasse mir da alle Zeit der Welt. Richtig. Oder du machst es so, dass du ganz viel probierst oder, und merkst... Das mache ich ja auch. Ja. Also ich probiere viel aus, aber ich verpflichte mich jetzt für nichts oder so. Mhm. Okay. Sobald es irgendwie was Festes ist, was mir irgendwie was ein unangenehmes Gefühl im Bauch macht, würde ich das nicht machen. Ich brauche immer Freiheit. Zumindest jetzt noch. Mhm. Cool. Und magst du ja schon so also 2-3 Dinge, die dir so im Kopf rumschwimmen, mal so sagen, in welche Richtung das geht? Also ist das eher was auch so online-businessmäßig oder ist das eher was, was Handwerkliches oder in welche Richtung? Aber ich habe keine Ahnung, was da dir vorstellt. Ja, also ein Haus werde ich nicht bauen. Mhm. Okay. Ich denke darüber nach, ein Buch zu schreiben, okay. Weil ich sehr gerne schreibe. Ja. Aber ich weiß noch nicht so richtig, worüber. Ja. Die meisten sagen immer, schreib über dein Leben. Aber ja, gut, mein Leben ist vielleicht doch ganz spannend, wenn man es von außen betrachtet. Aber für mich selber ist es eigentlich normal. Mhm. Ja, dann habe ich halt noch so gewisse Möglichkeiten, vielleicht ein veganes Kochbuch zu machen oder eine vegane App zu kreieren. Oder ich könnte mit YouTube natürlich ein bisschen mehr machen. Ne? Ja, aber mehr muss ja nicht immer besser sein. Also. Ja, also einfach wieder, wieder aktiv werden. Aktiv werden, ja, genau. Genau. Oder halt... Ach, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, aber es ist schon mal so die Richtung schon geil. Ich habe auch ein Angebot bekommen, in Asien als Trainerin zu arbeiten. Aha. Also das ist auch voll geil. Als was? Trainerin? Sporttrainerin. Sporttrainerin? Ja. Wie jetzt Fußball? Fitness. Ach, Fitnesstrainerin, ja. Okay. Ja. Und das hast du aber nicht angenommen, weil? Weil ich nicht gut genug Englisch kann. Dann müssen die halt Deutschland. Das ist eine geile Einstellung, die fällt mir. Nee. Ja, aber ich meine, als Fitnesstrainer musst du ja die Sprache, sag ich mal, begrenzt, was du sagen musst. Aber ich möchte trotzdem richtig Englisch können, wenn ich das mache. Okay.
Und wie ist es eigentlich mit den Sprachen? Hast du jetzt hast du nur Deutsch geredet oder hast du deine Sprachkenntnis ein bisschen erweitert? Oder? Ein bisschen besser Englisch kann ich, würde ich behaupten. Aber es ist nicht so meins. Also mit Sprachen bin ich echt nicht so meins. Okay. Also, machen wir mal kurz den Sprung quasi von deinem Leben jetzt, in das du bist jetzt hier in Deutschland, du bist jetzt hier zum Rohkostpotluck. Erstmal, wieso kommst du zum Rohkostpotluck? Du kommst jetzt aus Sardinien? Ja, ich wollte eigentlich in Sardinien bleiben. Ja, ja, du bist jetzt wirklich extra quasi aus Sardinien zum Rohkost, zu den Rohkostpotluck, muss man ja schon fast sagen. Bist du mit allen dreien zugegen dann? Mhm, wahrscheinlich. Drei Rohkostpotluck, das erste in Würzburg, dann einen Tag drauf in Leipzig hier und dann eine Woche später in Gilching. Und du bist jetzt echt für die Rohkostpotlucks von Sardinien hierher gemacht. Mhm. Krass. Und bleibst du dann jetzt hier wenigstens noch ein paar Wochen wenigstens oder so? Mal schauen. Achso, stimmt. Ich weiß es noch nicht. Also ich habe eigentlich gerade wirklich viele Möglichkeiten in Deutschland, wo ich mich auch wieder ausprobieren kann. Aber es kann genauso gut sein, dass ich morgen einen Flug buche, weil ich irgendwie, weiß nicht. Ach, das ist schön. Das fühlt sich so angenehm an, wenn du das redest. Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich finde das auch toll. Es ist einfach geil, ne? Ich bin einfach spontan. Und ihr habt heute mitbekommen, es ist echt einfach. Abmelden und diese Reisenkrankenversicherung für eure letzten Stück Sicherheit, das ist nicht teuer, 60 Euro im Monat. Ne? Und du sagst, es gibt heute noch billigere. Und dann einfach los. Wie gesagt, ein paar Ersparnisse hat jeder, weil jeder hat ein bisschen Besitz, den er verkaufen kann. Sein Fernseher, sein Computer oder sonst was. Irgendwie was. Und also von daher, ja, also... Ich denke, das ist Inspiration genug, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Und Inspiration natürlich hier zum Rohkostpotluck zu kommen, wenn du extra aus Sardinien hierher fliegst. Und die weiteste Anreise heute, weißt du woher? Ja. Sardinien? Nee. Was? Die weiteste Anreise nicht aus Sardinien, die ist aus Senegal. Dein R, ach so, Maria. Ja. Ah, scheiße. Ja, okay. Da kommst du aus Sardinien, bist nicht die weiteste Anreise. Aber ich hab den Platz 2. Du hast den Platz 2, ja. Aber es ist halt echt schon krass. Und ich sprich nochmal fürs Rohkostpotluck, also auch da an der Stelle nochmal die herzliche Einladung an alle Menschen, die so ein bisschen open-minded unterwegs sind und ja, die einfach auch andere Menschen kennenlernen wollen, die eben auch mal, ja, das fließen lassen können, sage ich mal. Ne? Und ja, das würde ich sagen, lass mal einfach mal so stehen und verabschieden uns. Tschüssi. Ciao. Der Rohkost-Potluck neigt sich jetzt wieder dem Ende. Es ist wieder 18, 19 Uhr so und ja, ja, was heißt so wirklich auflösen tut sich das jetzt nicht, wenn man da so guckt. Also ein bisschen weit zu sehen, also es sind bestimmt noch 20, 30 Leute da. Es waren heute auch wieder um die 60 Leute. Das hat sich so eingepegelt. Also ja. ich habe die letzten drei mal konkret gezählt. So 62, 66, 59, also immer so um die 60 Leute, die jetzt da sind. Und ja, und immer so, würde ich sagen, so zwei Drittel alte Hasen, aber auch immer ein Drittel neue. Ja, also bei jedem Potluck auch heute wieder neue dabei gewesen. Und ja, vom Essen her, heute, wie hat es dir geschmeckt? Also ich habe ja heute sehr wenig gegessen und auch nicht so viel durcheinander. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Hast du das vorhin mal nicht auch wenig gegessen? Könnte sein. Kann es sein, dass du generell wenig isst? Ja, dadurch, dass ich jetzt auf Sardinien relativ mono und ganz einfach gegessen habe, habe ich mal schon gesagt, es gibt für mich heute keine Rohkostkugeln, keine Fruchtkugeln. Und also habe ich nur ein bisschen Obst gegessen und zwei Teller Salat. Das heißt, du hast auch nicht mal meine Kugel gekostet? Nein, leider nicht. Ich habe solche Kugeln, die nussfrei waren. Die mit wo ich erst dachte, das sind die herzhaften. Die habe ich probiert. Okay. Datteln und Ananas und Kurkuma oder Kugel. Und die Salate waren dann auch zu much, oder? Die Salate waren super. War okay. Ja, die Labisch geht dann wieder. Ich habe jetzt auch 3,5 Wochen kein Salz gegessen und kaum Öl. Okay. Aber ich habe gedacht, gut, für den Potluck ist das okay, habe ich auch ganz gut vertragen. Aber ich wäre nicht mehr, glaube ich, so dieses von jedem probieren und zu viel durcheinander. Ich glaube. Ja, du bist auf dem Weg, ich habe schon gemerkt, in letzten Gesprächen, du wirst langsam zur Lichtkriegerin. Genau, das ist gut. Ja. Genau. Ich habe auch jetzt auf Sardinien gemerkt, wie befriedigend das ist, so einfach nur eine Melone zu essen und nur ein bisschen Tomate und Gurke, wenn das so sonnengereift ist und so aromatisch. Ja. Also bei Tomaten, da könnte ich das für mich ein Fest. Gab es da auch die Ochsenherztomate im Sardinien? Ja, so ähnlich. Aber die schmecken hier in Leipzig besser. Die Leipzig. Interessanterweise würziger, die schmecken so aromatischer, so wie eine alte Sorte. Also Tomaten zählt ja auch irgendwie zu den deutschen Gemüsen, irgendwie habe ich so den Eindruck.
dass wir da ganz schön, wir haben tausende verschiedene Sorten. Ja, aber heute hat sich wieder erst eine Potluck-Teilnehmerin beschwert, sag ich jetzt mal, die sagt, in Dance, wo sie einkauft, so ein Biomarkt, da gibt es immer nur eine Sorte Tomaten und es gibt ja eigentlich so eine tolle Vielfalt. Wahnsinn, ja. Auf dem Markt kann man das sehen. Also ich kaufe ja dann auf dem Markt auch Harzfeuer und die Ochsenherz und kleinere Tomaten. Aber auf Sardinien war es ja grandios, was es da gibt an Tomaten. Also hier wird ja immer nur ganz wenig, es werden nur ganz wenige Sorten ausgewählt, die dann hier in Deutschland gezüchtet werden. So ist es mit allen möglichen, mit Äpfeln, mit Birnen. Muss man wirklich schauen, wo gibt's, die Vielfalt gibt es ja noch. Auch bei Kartoffeln, da gibt es ja sehr, sehr viele Sorten. Ich meine, das ist jetzt für Rohköstler jetzt nicht interessant, aber ich kenne das, dass sehr, sehr viele schwören auf eine bestimmte Sorte und sich auch darüber aufregen, dass es halt eben so wenig Auswahl in Deutschland gibt. Aber das liegt natürlich marktwirtschaftlichen Gesetzen zugrunde, dass du dich auf zwei, drei Sorten beschränkst und weil du wahrscheinlich dann am besten absetzen kannst. Ja. Ja, so werden wir konditioniert. Am besten einen Garten zu haben und selber anzubauen, so wie du das machst mit deinem Permakulturgarten. Genau. Ne? Genau. Ich habe auch diesmal das erste Mal in meinem Garten die Tomaten nicht hochgebunden, sondern einfach unten liegen lassen. So, und weil ich habe ja so den irgendwie, weißt du, der Ansatz von Permakultur ist für mich auch so wenig zu tun wie möglich. Nicht weil ich faul bin, sondern weil ich einfach so die Natur sich selbst überlassen will und schauen, was passiert. Und es ist tatsächlich so, dass die eine oder andere Tomate natürlich angefressen wird von unten. Die mache ich ab, aber die anderen reifen auch wunderbar. Also es geht auch, dass man die Tomaten einfach fallen lässt. Und also von daher, natürlich hast du recht, das Beste ist selber anzubauen. Und Genau. Wo kommen die Leute heute her? Wir haben ja immer diese beiden großen Lager mittlerweile. Das ist einmal Frankfurt und München, kannst du ja quasi fast sagen. Wobei das Frankfurter Lager eigentlich das dominante Lager ist. Okay. Dieser Ass in Würzburg, das Potluck dann drauf bei uns in Leipzig. Und dann fahren sie alle noch nach Gilching. Das sind so drei Autos diesmal, die vollgepackt, die sozusagen alle die drei Rohkost-Potlacke. Haben sie schon überlegt, ob sie das nächste Mal mit dem Bus anreisen. Ja, das ist halt immer schon der Große. Und dann aber Jena hat sich jetzt etabliert als so zweite große Stadt. Also sind heute auch wieder fünf Leute aus Jena da. Okay. Ne? Und das Königreich Deutschland ist auch zum dritten Mal da, also wir sind ja fest im Adelsblut quasi. Das sind jetzt heute auch wieder vier Leute vom Königreich Deutschland. Also das bleibt immer eine illustre Truppe, da kannst du sagen, was du willst, ist wirklich. Ne? Dann aus Köln ist ja die Jana, glaube ich, oder nee, nicht aus Köln. Ja. Das ist auf jeden Fall aus Göttingen, da sind noch zwei gekommen, von Hessen. Aus Halle ist noch ein Pärchen gekommen, ja. Die weiteste Anreise hatte Maria aus dem Senegal. Ja, stimmt, Maria aus dem Senegal, das ist natürlich der Hammer. Und ich habe Marielle vor uns im Interview gehabt und die hat gesagt, oh, ich bin heute weiteste Anreise aus Sardinien. Ich habe gesagt, sorry Marielle, da gibt es noch jemanden aus dem Senegal. Da war sie ein bisschen angepisst, aber mein Gott. Das war schön, ja, Maria zu sehen. Mit vier Kindern ist die aus dem Senegal hier angereist zum Potluck, wenn das nichts ist. Wenn das nichts ist, ne? Das muss man nachmachen. Ja. Und Marielle hat auch gesagt, also sie ist auch durchaus wegen den Potlucks, muss man sagen, von Sardinien hierher gefahren. Genau. Also wenn sie sagt, oh, ich möchte so gerne am Potluck, oh, ich möchte so gerne, da ging das so eine ganze Weile und hat sie gesagt, ich habe Flug gebucht, ich bin beim Potluck dabei. Dann war die Freude groß. Ja, ja, deswegen, also auch die Leute, die jetzt das erste Mal gekommen sind, ihr habt also zumindest auf meinem Kanal dann das Interview mit der Selina von Die große Träumerin. Ne? Und sie hat auch gesagt, also sie freut sich jeden Monat und sie will jetzt immer beim Potluck mit dabei sein, jeden Monat, weil das einfach das Tollste ist, der tollste Tag und so weiter. Und das ist halt einfach so. Es ist bei mir, geht mir nicht anders. Es ist einfach, du findest so in der Masse halt nicht so viele Menschen und ich glaube, wir wiederholen uns da jedes Mal, wenn wir das haben. Aber es ist einfach, es gibt auch immer neue Abonnenten, die unsere Videos dann schauen und so weiter. Wir können das einfach nur mal raushauen. Es ist einfach, ja, es gibt nirgendwo so eine Fülle an solchen netten, lieben Menschen. Du guckst in die Gesichter, ich habe vor uns mal ganz bewusst mich hingestellt, die Leute angeschaut. Lächeln, lächeln, lächeln. Überall lächeln, alles ist gut. Und man unterhält sich und es ist einfach. Ich schwärme du mal ein bisschen nicht. Genau. Ich kann dazu auch gar nichts weiter so viel sagen. Ist wirklich so. Ne? Also ich stimme dir da voll zu. Ich bin da ganz bei dir. Es ist einfach ein wunderbarer Platz, wunderbare Menschen, eine wunderbare Gemeinschaft, was ich auch sehr schätze. Also ich saß heute auch mit oder stand mit ein paar Leuten, war so eine kleine Gruppe und dann haben wir uns zum Beispiel ein bisschen über das Weltgeschehen unterhalten. Ein bisschen so, was passiert gerade in Europa, in Deutschland und so, das ging dann auch ein bisschen ins Spirituelle hinein und das war so schön zu sehen, auch gibt es so Leute, die denken wie ich, die sind auch ein bisschen kritisch und die wollen zum Beispiel auch oder überlegen, woanders hinzugehen, vielleicht die Zeit woanders aufzuschlagen und es war einfach so schön, sich da einfach mal auszutauschen, da gibt es noch ein paar Buchtipps und dies und das. Also das hat mich heute auch sehr erfüllt, ne? Deswegen, oh Gott, ich bin nicht allein. Es gibt auch noch andere, die nach oben gucken. Ja. Und noch generell, weil du es jetzt so ansprichst, Informationen. Du bekommst ja auch viele, viele Informationen, Buchtipps, Sachen, wo Leute, die ähnlich ticken wie du,
dann eben wertvolle Tipps haben, weil du weißt, ja, die Buchtipps liegen dann wahrscheinlich relativ nah an dem, was du auch selber magst. Ja. Und ja, entsprechend auch Informationen, so ein Punkt, wo man schon sagen kann, wo zu so einem Rohkost-Potluck kommt. Ja. Berlin ist übrigens noch eine große Kurve, ich kann es vergessen, weil ich jetzt gerade ein paar Leute sehe aus Berlin. Und kurioserweise, es sind 3 Leute aus Berlin mit dem Fernbus gekommen, und die sich nicht gekannt haben, sich nicht abgesprochen haben und ja, und alle jetzt sozusagen unterschiedlich gekommen sind, aber dann wahrscheinlich gemeinsam nach Hause gehen mit dem Fernbus, weil die ja alle denselben Bus, den spätesten Bus gebucht haben. Genau, und vielleicht kommen sie auch wieder zusammen. Ja, und vielleicht kommen sie das nächste Mal dann zusammen. Ne? Also so finden sich dann halt auch die Leute, auch in Jena, das sind jetzt eine junge Frau, die hatte keinen Anschluss, hat auch einen Rohkost, da ist in Jena gar nichts und auch generell so. Und jetzt hat sie halt 4 weitere Leute in Jena kennengelernt, durch einen Rohkost-Potluck in Leipzig. Also das ist halt einfach grandios. Und, und das Wetter ist heute trotzdem wieder wunderschön, obwohl es zwischendurch mal geregnet hat. Ja, aber was ich schön fand beim Regen, da standen wir alle unter den Bäumen eng zusammen und hatten ein bisschen, sind aneinander gerutscht und haben ein bisschen noch uns einfach noch mal ein bisschen anders wahrgenommen, ein bisschen wahrgenommen, körperlicher genau, wahrgenommen. Genau, das war schön. Ja. Das habe ich auch genossen. Es war auch nicht viel. Und jetzt die Sonne, das ist alles wieder getrocknet. Und da haben wir dann schon gedacht, mit so tollen Menschen, mit Liebe im Herzen, da haben die Wolken keine Chance. Die ziehen dann schon dann kommen die Wolken durch. Ja. Dann geht die Spiritualität schon ein bisschen esoterischer. Ja, aber es war trotzdem schön. Ja. Na, man kann auch dann so ein bisschen träumen und auch so mal ein bisschen rumspinnen oder sowas. Mhm. Na, das erlebe ich auch immer wieder, dass die Leute sich dann ja, so ein bisschen so reinfallen lassen in den. Das ist halt auch schön einfach, weil jeder weiß auch so ein bisschen, oder vermute zumindest, dass jeder weiß, ja, dass vieles, was man so denkt und was man so artikuliert hier, dass es nicht unbedingt der Realität entsprechen muss und dass es aber trotzdem, dass man es einfach trotzdem mal sagen kann. Einfach so ein bisschen rumträumen, auch ein bisschen vielleicht mal spinnen und so weiter. Oder ich meine auch zu bemerken, dass viele Menschen erleichtert sind, hier Gleichgesinnte zu finden. Nicht unbedingt, was Rohkost und Vegan angeht, sondern so an der Lebenseinstellung. Mhm. So, oder dass man auch wirklich dann auch alles mal sagen kann, denkt, oh Gott, die denken auch so, in meinem Umfeld denkt niemand so, meine Familie denken, ich habe einen an der Klatsche oder so. Und hier findest du halt Leute, die sagen, ah ja, da habe ich auch schon gedacht, habe ich mich damit auch schon beschäftigt. Ne? Ja. Das ist einfach das Schöne, das Wunderbare. Ich bin auch, da wirklich habe ich auch jetzt im Video, was ich heute hochgeladen habe, gesagt, ich bin so dankbar für diese Gemeinschaft, die sich gebildet hat seit dem letzten Jahr. Kannst du dich noch an unserem ersten Podcast letztes Jahr im April erinnern? Ja, kann ich mich erinnern, ja. Und dann, wie diese Gruppe gewachsen ist. Also erstmal ist der Podcast größer geworden, immer mehr tolle Menschen sind dazu gekommen. Da gibt es jetzt so eine Kerntruppe, man ist immer im Kontakt, man ist immer miteinander verbunden. Und so würde ich mir das auch für ganz Deutschland wünschen, dass immer mehr Menschen, die das Gefühl haben, sie würden am liebsten ausbrechen oder sie fühlen sich von ihrem Umfeld so eingeengt, nicht unverstanden, dass die auch so versuchen, so in so eine Gemeinschaft zu kommen, sich so zu vernetzen, das fände ich wunderbar. Genau, und das ist ja auch möglich. Wir sind ja im Internet und es ist ja nicht so, dass die Leute zwangsläufig jetzt zum Rohkost-Potluck kommen müssen, irgendwo her. Ja, natürlich hilft das, aber einfach zu wissen, dass es da jemanden gibt und dass man vielleicht sich auch über Facebook austauscht und selber vielleicht Projekte initiiert in seiner Stadt mit vielleicht Leuten, die zum Rohkost-Potluck Leipzig gekommen sind und sich da mal informiert, so wie das alles gelaufen ist und wie das funktioniert. Und ja, also das ist genau das, dass auch dank des Internets und der Informationstechnologie und so sehr wir auch die Natürlichkeit und auch dafür stehen und sagen, natürlich sein ist schön, aber die Technik, muss man ganz ehrlich sagen, die bringt die Menschen zusammen. Und von daher, ja, also einfach toll. Genau. Wir werden jetzt den Tag ausgehen lassen. Geht uns mal auf die Piste? Wir werden es noch ein bisschen krachen lassen, ja. Also ein paar Leute haben jetzt gesagt, dass sie gerne noch wahrscheinlich Karaoke singen werden. Oh, ja. Okay. Und Min hat das natürlich, Ming heißt es ja, genau. Auf jeden Fall, durch die Karaoke-Bar und ich denke mal, oder afrikanische Nacht, das ist die alte afrikanische Musik und ein bisschen Bumba Bumba. Ja, vielleicht für mehr Maria. Ja, nee, das ist auch beides schöne Sachen und dann will man sehen, irgendwas wird kommen noch. Ja. Mal sehen, was ich meine Übernachtungsgäste. Bei dir ist halt Full House, ne? Bei 5 Übernachtungsgäste, da freue ich mich total. Das sind alles ganz tolle Menschen, mit denen ich virtuell schon verbunden bin. Marielle ist wieder dabei. Also wir hatten jetzt eine Woche Pause, jetzt leben wir wieder zusammen in der Gemeinschaft und das ist einfach schön. Ja. Nee, ich freue mich, genau. Ich freue mich da einfach auf diesen weiteren Austausch und führende Gespräche. Das ist nochmal anders in so einer kleinen Gruppe. Ja, natürlich. Ja, einfach befriedigend, schön. Gibt nicht mehr zu sagen. Da gibt es eigentlich jetzt nichts mehr zu sagen. Gut, dann verabschieden wir uns. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal dabei. Wann ist das? 27. August, ein Samstag. Immer der letzte Samstag im Monat. Genau. Müsste der 27. August sein. Ja. Gut, dann. Vielleicht sehen wir euch.
der nächsten Potluck. Also es wird September, Oktober auch noch eingeben, planen wir noch. Im Oktober müssen wir wegen Wetter gucken, schauen. Mhm. Aber September, auf alle Fälle, gibt es noch die Möglichkeit, an 3 Potlucks teilzunehmen. Bis September, Oktober, ja. Genau. Na dann. Na dann. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.